Hallo und ich habe für euch heute wieder ein neues Produkt, das ich mit euch gemeinsam auspacken möchte. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich bereits einen Brotbackautomaten gehabt. Der hat jetzt kürzlich nach langer Standzeit den Geist aufgegeben und war, was die Reparatur anging, das war nicht so einfach möglich. Der Aufwand hätte sich nicht wirklich gelohnt, also habe ich mich nach einem anderen Brotbackautomaten umgeschaut und habe bei eBay ein Ausstellungsstück erworben zum reduzierten Preis. Einen Silvercrest Brotbackautomat, das ist die Hausmarke von Lidl für technische Geräte. Der kam dann heute auch gleich an, ging innerhalb eines Tages. Und den packen wir mal aus. Ich habe ihn schon mal aufgemacht. Ja, hier oben drin erstmal die beiden Rührkneten, Knethaken. Damit kriegt man die dann später wieder aus dem Brot raus. Hier die Bedienungsanleitung, der heißt, um genau zu sein, Brotbackautomat SBB 850C1. Die gibt es hier auch in mehreren Sprachen, dazu noch ein Rezeptheft. Und dann gibt es natürlich den Brotbackautomaten selbst noch. Der sieht so aus. Packen wir mal aus. Ist auch richtig verpackt gewesen. Man sieht hier, er ist, hat hier auch noch eine Folie drumherum. Also auch gleich abgemacht. Drinnen im Brotbackautomaten, das sieht man hier auch hoffentlich, noch ein Messbecher und ein Dosierlöffel. Und hier muss auch noch eine Folie drin sein. Hier ist jetzt nur beschlagen. So sieht er also aus. Schwarz, silberner Deckel. Er hat 12 Programme. Brot kann man in 3 verschiedenen Größen machen. 750 Gramm, 1000 Gramm, 1250 Gramm. Man kann damit auch Kuchen backen, Marmelade. Die Programme ansonsten noch Vollkornprogramm, Nudelteig kann man mitmachen, Buttermilchbrot, glutenfreie Sachen. Das ist der Behälter. Also es werden dann längliche Brote oder Kuchen, was auch immer. Er hat 2 Knethaken hier drin. Das Ding auch wieder rein, genau. Reinstecken, fertig. Mein Alter hatte nur einen Knethaken. Ja. Das Kabel noch. Wiegt auch ein paar Kilo. Ist jetzt nicht so unbedingt ganz leicht. Ich würde mal so sagen 2 Kilo oder sowas, vielleicht auch 3. Mal gucken, ob das irgendwo steht. Ja. Silvercrest SBB 850C1 Brotbackautomat. Gab es für mich für 39,95 €, ist ein fairer Preis. Wenn der halb so lange hält wie der alte, bin ich schon zufrieden.
Tja, das war's. Und demnächst gibt es da sicherlich auch noch einen Testbericht dazu.